Einen wunderschönen lieben Fatman's Group und willkommen zurück zu Five Nights at Frederike. Wir sind jetzt in der fünften Nacht, haben wir die vierte letzte Woche endlich im Livestream geschafft. Heute kommt leider kein Livestream, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Nächste Woche kommt eventuell wieder ein Livestream. Wenn ihr sehen wollt, ob ein Livestream kommt oder nicht, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Und damit rein ins Wochmeisterbüro. Ja, wie schon gesagt, letzte Woche ja versucht, die fünfte Nacht kläglich gescheitert, also wirklich kläglichst. Die vierte Nacht aber auch nur geschafft, dank euch. Also war mega cool mit euch im Livestream. Ihr habt mir sehr viele Tipps gegeben, ihr habt mich sehr unterstützt. Okay, das wusste ich gar nicht, dass sich das jetzt so anhört. Oh, er ist schon am Schlüssel. Also fünfte Nacht bin ich ganz, ganz kläglich gescheitert. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch ohne eure Hilfe nicht schaffen. Wahrscheinlich machen wir nächste Woche wieder einen Livestream. Aber nicht sicher. Freddy ist schon on the road. Der ist schon hier, okay. Muss auch so ein bisschen auf das Lachen von Freddy achten. Was? Oh, wieso kommt der so schnell? Wieso kommt Freddy Surprise, so schnell? Motherfucker. Oh, Bonnie? Chica? Ja, das ist jetzt uncool, dass der schon so weit ist. Das ist uncool. Aber... ja, so war es auch. Ich glaube, ich habe zweimal die fünfte Nacht versucht und beide Male hat mich Freddy erwischt. Wenn der jetzt schon so weit ist, wird der mich wahrscheinlich gleich wieder catchen. Chica? Freddy ist, weiß ich jetzt gar nicht. Da ist Freddy. Und Chica ist schon wieder hier. Okay. Also Chica ist gleich am Stissel. Ah, das ist akkuverschleißtechnisch schon wieder eine ganz harte Hausnummer, das sag ich euch fei. Das dürft ihr fei wissen. Wo ist denn der Kollege Frederik? Frederik! Ich sehe ihn nicht mehr. Chica schon wieder hier. Oh, das schaut schon wieder ganz, ganz, ganz böse nach Freddy aus. Es ist 1 Uhr in der Nacht, ich bin bei 68% Akku. Die Runde ist eh schon wieder erledigt, würde ich sagen. Da ist er. Oh, oh. Chica. 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 Warum Chica? Das Problem ist, was mir persönlich so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich ja nicht mal ansatzweise bis 4, 5 Uhr komme. Also ich habe für die vierte Nacht ja wirklich lang gebraucht, aber ich war oft bei 5 Uhr. Und dann bei 5 Uhr kam alles zusammen und dann habe ich es aber 1-2 Uhr in der Nacht, dann bin ich down. Also das schaut ganz stark nach, fünfte Nacht schaffen wir niemals aus. Aber sag niemals nie. Vielleicht gibt es irgendwelche Cheats online. Ich werde mal gucken. So, Akku wird auf jeden Fall gespart. So, Freddy ist schon wieder hier, schon wieder on the road. Warum auch immer. Mir wurde gesagt, wenn ich Freddy anschaue, wechselt er nicht den Raum. Das war eine dreiste Lüge. Er wechselt den Raum. Und wie er den wechselt. Foxy auch viel zu früh dran. Das ist schon wieder akkutechnisch dann halt schon wieder ein totaler Vollkeks.
Es ist noch nicht mal eins und Foxy ist schon da. Hab mir schon wieder 14% Akku abgezogen. Ey. Aber das ist halt auch so ein bisschen Glücksspiel, wie ich gesehen habe. So, Freddy geht wieder weiter. Also es hat definitiv nichts mit... Oh Gott, scheiß dreckiger, räudiger, verschissener Scheißhase, Alter. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also, was ich sagen wollte, dieses Behalt Freddy im Auge, dann kommt er nicht. Das stimmt nicht, der kommt trotzdem. Irgendjemand hat, glaube ich, auch gesagt, der ist dann verlangsamt, wenn man ihn im Auge, wenn man ihn im Auge behält. Stimmt auch nicht. Da war jetzt um 1 Uhr in der Nacht, war er schon im dritten Raum, Käse. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Glück. Keine Ahnung. Öfter auf die Lichter schauen. Ich mache es einfach so. Ich gucke hier und da nach Freddy. Ansonsten kümmere ich mich um Foxy. Das hat auch jemand gesagt, oder das habe ich gelesen, wenn man nicht auf Foxy schaut, also den Vorhang gar nicht anschaut, dann dauert es länger, bis der in Aktion tritt. Das können wir vielleicht mal versuchen. Hier ist Freddy. Also Freddy behalten wir im Auge und Foxy behalten wir im Auge und einfach mal öfter die Lichter anmachen. Weil jetzt hat mich ja Bonnie und Chica gecatcht, also ich darf die nicht unterschätzen, die zwei. Ich hatte die eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich gedacht habe, die sind kein allzu großes Problem mehr. Okay, Freddy ist schon wieder weitergegangen. Freddy ist schon hier. Ne, ist er nicht. Aber auch schon wieder 20% Akku schon fast wieder weg. Es ist... Kommst du nicht klar? Und was ich auch nicht so... Ja, schau, der ist schon wieder weitergegangen. Ey, Alter. Und was ich auch nicht so ganz verstehe, wenn du die Tür zumachst, weil Freddy da ist, geht der dann wieder weg? Weil wenn ich die ganze Zeit die rechte Tür zulassen muss, keine Chance, das geht ja vom Akku her niemals. Da habe ich aber leider auch keine Antwort darauf bekommen im Livestream. Ich meine, so merke ich keine... Ja, nicht, dass ich jetzt große Fehler mache. Ich habe jetzt Bonnie und Chica zu weit außer Acht gelassen, das darf ich nicht machen. Ich muss schon Auge auf die zwei haben, aber... sonst mache ich, glaube ich, jetzt keine massiven Fehler. Der Akkuverbrauch, Leute, 40%. Um 2 Uhr in der Nacht, 40%, vergiss es. Er wieder da, Freddy ist auch schon da, gell? Ja, Freddy steht vor der Tür. Ja, vergiss es. No chance. Das ist akkutechnisch nicht machbar. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür... Also ich nehme mal an, dass ich zu blöd dafür bin. Es gibt ja Leute, die es geschafft haben, also... Möglich ist es ja, aber... Jetzt ist er wieder weggegangen. Jetzt kann ich wieder aufmachen. Wenn Foxy nochmal kommt, bin ich eigentlich am Arsch. Weil... Der wird mir so viel Akku abziehen. Jetzt haben wir es wenigstens schon mal bis 3 geschafft. Ich glaube, das ist echt Rekord in der fünften Nacht. Peinlich, peinlich. Aber es ist, denke ich, bis jetzt der beste Wert, den ich hatte.
Foxy wird safe jetzt dann gleich nochmal kommen. Und ich muss auf die Kameras schauen, bevor ich... ich muss Licht anmachen, bevor ich auf die Kameras schaue. Weil... er ist wieder hier. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich quasi Bonnie oder Chica schon dastehen, dann gucke ich auf die Kamera und dann kommen sie. Also das darf ich nicht machen. Jetzt muss ich hier zulassen, weil Freddy vor der Tür steht. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, weil es vom Akku her nicht hinkommt. Aber es ist bis jetzt auf jeden Fall die beste Nacht. So weit sind wir noch nicht gekommen. Ja, geht halt echt nicht mehr weg, gell? So weit waren wir noch nicht. Mann, jetzt geh halt mal wieder weg. Ich muss das Brett aufmachen, Alter. Das kannst du akkutechnisch komplett knicken, wenn du das Fenster da so, die Tür so lang zu hast. Wie soll denn das gehen? Jetzt ist er weg. Ne, jetzt steht halt Chica da. Jetzt ist auch nicht geiler. Doch, ist schon geiler. Oder er ist schon herin. Das kann natürlich auch sein. Okay, wo war dann der Fehler? Verstehe ich nicht. So, wir versuchen es jetzt noch einmal, aber das riecht nach Livestream. Beziehungsweise schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch nonstop ein Auge auf Freddy. Mehr kann ich nicht machen. Er steht da vor der Tür, ich mache die Tür zu. Was soll ich denn noch tun? Vielleicht ist es wirklich dann auch noch Glück, ja? Entweder er kommt schnell oder er kommt nicht. Keine Ahnung, aber... aber ich habe jetzt nicht gesehen, da, wie gesagt, ich hätte die Runde wahrscheinlich sowieso nicht geschafft, weil der Akku nicht gereicht hätte, nehme ich mal an. Aber dass Freddy mich holt, niemals, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da, jetzt habe ich ihn angeguckt. Also ich habe den eh ständig im Blick. Bei jedem Raumwechsel schaue ich gleich, wo er ist. Ich schaue, dass irgendjemand hat gesagt, alle 30, maximal 30 Sekunden muss man ihn angucken. Da achte ich drauf. Also was? Ich habe doch das Licht vor 4 Sekunden angeschalten. Ich weiß nicht, kommt Chica jetzt auch so rein? Steht die nicht mehr am Fenster? Also wenn die jetzt alle einfach so reinkommen, wenn ich jetzt quasi nur noch über die Kameras, dann kann ich mir die Lichter schenken, die brauche ich nicht mehr. Und dann spiele ich nur noch über die Kameras. Aber ich kann es mir anders nicht erklären, ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte ich mir doch mal ein Tutorial angucken. Aber ich mache das immer so ungern. Ich mache das lieber mit euch, mit meiner mega geilen Community, die mir mit Rod und Todd zur Seite steht, meine Freunde. Jetzt letzter Versuch. Wir werden die fünfte Nacht jetzt nicht schaffen. Wir gehen nächste Woche live. So machen wir das, Freunde. So und nicht anders. Jetzt mache ich erstmal ganz lange gar nichts. Jetzt ist Freddy weitergegangen. Jetzt ist er hier. Ich sehe dich schon, Sportsfreund. Brauchst du nicht glauben. Was mich auch mal reizen würde, hat auch jemand gesagt, guck nicht nach Foxy. Es ist ja anscheinend so, so, er ist wieder weitergegangen, dass wenn man Foxy anschaut, dann kommt er. Also dann kommt er schneller. Und ich soll Foxy nicht angucken. Ich höre es ja, wenn er kommt. Mein Problem ist, dass ich es nicht höre. Ich höre das nicht. Ich habe es aber auch nie so weit kommen lassen, dass ich es hören sollte. Vielleicht machen wir das einfach mal. Der einzige Schritt. Vergiss es. Ich gucke den permanent an und der kommt trotzdem. Das kannst du vergessen. Freddy, kannst du vergessen. Was war das mit dem Geräusch? Das kenne ich auch nicht. So, nix. Er ist hier. Foxy kam noch nicht. Ich habe jetzt... nicht nach Foxy geschaut.
Der ist auch noch nicht gekommen. Wo ist Freddy? Wo ist Freddy? Hier ist er nicht. Nee. Nee. Chica? Bonnie? Wo ist Freddy? Ist es schon durch oder was? Okay, das schaut schlecht aus. Ist Freddy jetzt schon durch? Er lacht auch nicht mehr. Jetzt lacht er. Jetzt. Der muss doch hier oder hier sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich check's nicht. Jetzt haben wir nicht auf Foxy geschaut. Jetzt haben wir nicht auf Foxy geschaut. Ist egal, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir beenden die Folge jetzt hier und werden das nächste Woche wieder im Livestream mit weiterzocken. Ich hoffe, dass ihr mit dabei seid. Würde mich sehr freuen. Und falls ihr den Livestream nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Mir wird immer wieder gesagt, oh, ich habe deinen Livestream verpasst. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Ja, ihr müsst die Glocke aktivieren, Leute. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann solltet... Ich glaube, dass ihr eine E-Mail kriegt oder am Handy bekommt ihr bestimmt auch eine Pop-Up-Nachricht. Ich weiß es nicht sicher. Egal. Einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns am Dienstag.